Es ist immer noch unklar, wie die geplante Abschaffung der Zeitänderung in der EU fortgesetzt wird. In Österreich wurde die Verordnung bis 2026 verlängert. Wien begann in der Nacht des Sonntags den Sommer. Auch in Österreich wurden die Uhren um 2 morgens mit 3 morgens um 3 morgens eingeführt. Die Nacht war 60 Minuten kürzer. Das letzte Wochenende im Oktober wird in die normale Zeit geändert. Es ist immer noch unklar, wie die Abverständung der Zeitveränderung in der EU noch unklar ist. Der Ball befindet sich immer noch beim EU-Rat der Minister. Und der Verkehrsminister ist verantwortlich.